Willkommen auf der Saatorks und im Winter habe ich ein paar Sommerfeelings für euch und zwar mit dem Film Free Road to the World, The Dream. Lief auf dem AG Papas Festival 2020, haben wir uns da nicht angeguckt, aber Free ist trotzdem, finde ich, immer noch eine coole Serie, beziehungsweise eine coole Reihe. Soll quasi so ein bisschen Recap der dritten Staffel darstellen, mit neuen Szenen allerdings geschmückt. Also würde ich jetzt mal fast behaupten, so ein bisschen wie die ersten zwei Madoka Magica-Filme. Bloß halt ein bisschen lockerer und weniger düster. Ja, zum Akipapas-Festival werde ich demnächst noch was sagen, weil da ist ja immer noch der Podcast eigentlich offen. Naja. Prokrastination ist was ganz Schlimmes. So, ja, den FSK-Flatschen kann man abbibeln, fällt aber tatsächlich in dem Farbschema fast nicht auf. Ja, so sieht die Seite aus, dann die Seite. Auf der Rückseite und dann den Klappentext. Dann drauf sind natürlich Sprachen Deutsch und Japanisch mit deutschen Untertiteln. Der Ton ist in 5.1. Kinoformat halt. Na gut, nicht ganz Kinoformat, aber halt schon etwas extended. Dann sind noch deutsche Untertitel mit dabei. Das Ganze geht 99 Minuten. Das Bildformat ist 16:9 Full HD und als Bonus sind drauf Trailer. Auf der großen Leinwand macht sowas nicht viel mehr Spaß, aber als Home Release geht das Ganze natürlich auch. So sieht dann das Ganze von innen aus. Ich klappe das mal auf. Gibt es noch ein Wendecover? Nein, nicht direkt. Nur ein alternatives Design. Und dann haben wir hier auch direkt die Disc, die wie das alternative Design aussieht. Und das war es dann auch schon. In der Videobeschreibung werde ich mal, wenn ich dran denke, alles verlinken, was ich von Free schon geunboxed habe. Ansonsten Kauflink dazu findet ihr dort auch. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.